Die altdeutsche Mathekunst des Ausklammerns, die üben wir jetzt nochmal ganz schnell. Folgender Term ist zum Beispiel, steht da einfach in der Gegend rum, da steht meinetwegen 25 x Quadrat plus 30x plus 50 x hoch 3. Ausklammern heißt, ich schnapp mir hier Faktoren, die hier drin sind, die überall gemeinsam drin sind und schreib die vor die Klammer. Gucken wir mal. Das Ding besteht aus 25 mal x. Das besteht aus, ach, ich hätte es lieber sagen sollen, 25, ich schreibe mal 5 mal 5, da wird es noch deutlicher. Hier, das Ding besteht aus, die 30 aus 5 mal 6 und aus x wieder. Und hier steht 5 mal 5 mal 2 mal x mal x mal x. Wenn ich jetzt gucke, was ist hier überall drin, was ist hier überall möglich, was ist gemeinsam drin, dann finde ich leider nur ein x. Hier ist auch 1. Hier ist auch 1. Und die anderen, die muss ich weglassen, denn das ist das einzige x, was überall gleichzeitig vertreten ist. Wenn ich genauso hingucke, dann sage ich, naja, eine 5 habe ich hier, eine 5 habe ich hier, eine 5 habe ich hier. Ich habe hier auch noch und auch noch eine 5, aber hier steht eine 6. Also ist das gemeinsam Ausklammerbare im Moment erstmal nur diese 5 und das x. Und dann gucke ich einfach, was ist der Rest. Hier steht 5x noch übrig. Hier steht noch 6 übrig. Und hier steht noch übrig 5 mal 2, 10 mal x Quadrat. Irgendwelche Fragen? Achtung, wir machen dazu gleich noch ein paar Übungen. Ich verweise jetzt aber auch auf eine zweite Kunst. Was ist, wenn ich was ausklammern möchte, was überhaupt nicht da ist? Beispiel, ich sage 3x plus 4. Und ich möchte aber ausgeklammert wissen, ein x. Was mache ich dann? Dann sage ich, naja, Dann erweitere ich mal hier. Hier brauche ich nicht zu erweitern, hier habe ich ein x. Hier einfach mal xxtel. xxtel ist nur 1, also ich habe hier wertmäßig nichts geändert. Dann schreibe ich gut, hier klammere ich mein x aus, also bleibt eine 3 übrig, plus, und jetzt gucke ich, und wenn ich hier ein x wegnehme, dann bleibt hier 4xtel übrig. Und jetzt kommt der Gegentest, x mal 3 ist 3x. x mal 4 durch x ist 4, also habe ich es richtig gemacht. 3x plus 4 stand da. So, diese Künste werden wir jetzt in der nächsten Zeit, also in den nächsten paar Minuten mal üben. Na denn, dazu mache ich Pause. Also das kann man dann zu Hause auch noch in anderen Videos üben. Also ich schreibe mal hin. Video, siebte Klasse, im Kanalteil, siebte Klasse, da ist ein Ausklammervideo, da kann man dann nachschauen. So, wir üben aber jetzt für uns. Also wenn man jetzt hier gezwungen ist, irgendwas Blödes auszuklammern, was hier eigentlich gar nicht richtig drin vorkommt, ne? Entweder hier die 6, die kommt zwar in der 30 vor, aber nicht in der 4 und schon gar nicht in der 25. Das x Quadrat kommt hier vorne vor, dafür haben wir hier aber bloß ein x und hier auch bloß ein x stehen. Also dann empfiehlt es sich, ich mache das mal in kräftigen Blau, genau diesen Term hier vor, also die einzelnen Teilterme, die einzelnen Summanden, welche wieder für sich Produkte darstellen, zur Erinnerung, mit diesem Kram so zu erweitern, dass man sagt, naja, ich habe zwar den Wert nicht geändert, aber ich kriege das schon irgendwie hin. Also nehme ich diesen ganzen Kram hier mit 6 Sechstel mal, eigentlich habe ich bloß mit mal 1 genommen, ne? Aber ich habe das so angepasst. Das x Quadrat ist schon drin. Hier nehme ich den ganzen Mist mit 6 Sechstel und mit x noch zusätzlich mal, aber x xtel. Hier fehlt mir ein x. Wenn ich das nicht xxtel nennen würde, dann käme Mist raus. Und hier auch xxtel. Und die 6 ist schon drin, also muss ich mich um den ganzen Kram nicht kümmern. Wenn ich das so mache, bin ich auf der ganz sicheren Seite und kann dann ausklammern. Und dann probieren wir das mal. Gibt es Fragen? So, wenn ich das jetzt ausgeklammert habe, dieses 6x Quadrat, dann gucke ich, was bleibt hier übrig? Hier 6 und x Quadrat, ich mache das mal, ich streiche das mal durch. 6 und x Quadrat ist verschwunden. Was bleibt von dem ganzen Kram übrig? 25 Sechstel. Ja, dann schreibe ich hier also 25 Sechstel rein.
Jetzt gucke ich hier, wenn ich hier 6 ist weg und x Quadrat ist weg. Was bleibt hier übrig? 4 Sechstel durch x. Also 4 Sechstel kann man dann noch kürzen. 4 durch 6 und x, so kann man es nennen. Und jetzt gucke ich mal hier, was würde dann hier wegfallen. Die 6, die ist hier schon drin. Hier steht eigentlich 5 mal 6, ne? 5 mal 6. Also, wenn die 6 verschwunden ist und x Quadrat verschwunden ist, dann bleibt 5 durch x noch übrig. Also 5 durch x. Hier nochmal gekürzt sind es 2 Drittel. Und das werden wir jetzt sehen, ob das funktioniert. Also, das müsste sein 6x Quadrat mal 25 Sechstel plus 2 durch 3 und x plus 5 Xtel. Das multiplizieren wir jetzt nochmal zur Kontrolle aus. Grün. 6x² mal 25 Sechstel sind 6 mal 25 durch 6 sind 25 und dann x². Jetzt kommt der nächste Term. 6x mal 2 durch 3. 6x mal 2 sind 12, 6x² sind 12x² durch 3 sind 4. X² durch x ist 4x. Passt. Jetzt noch den dritten Term. 6x² mal 5 sind 30x² durch x sind 30x. Kontrolle. Das war das, was hier stand. Hier 25x², hier 4x stand hier und hier diese 30x standen hier. Hat also funktioniert. Das ist zugegeben ganz schön extrem. Aber das kann man nutzen, dann um bei Formeln was auszuklammern, wo man hinterher staunt. Gut, müssen wir da noch eine Übung machen zu oder können wir weitermachen? Nochmal einen, schnell. Na, wir machen mal noch einen. Jetzt haben wir nochmal eine einfache Sache gemacht, also 4a plus 5b. Und da wollen wir 6c ausklammern, obwohl es gar nicht drin steckt. Na ja, dann ergibt sich in der Klammer 4a durch 6c plus 5b durch 6c. Gut, wir machen mal weiter mit einem hippokratischen Mönchen und rätseln weiter. Es geht wieder um a gelb. Naja, wir haben hier wieder Seite A, Seite A. Hier hat offensichtlich jemand in alle vier Ecken eingestochen und entsprechend solche Kreisbögen gezogen. Na denn, jetzt seid ihr wieder dran. Wir haben uns gerade geeinigt, weil das nämlich, naja, knifflig ist. Nehmen wir das mal als Hausaufgabe. Also das hier, Hausaufgabe, und wer das liefert, der kann sich hier wirklich ein gutes Ding verdienen. Wir machen ein anderes Ding. Und zwar, dann brauchen wir ein bisschen Platz. Diese Strecke ist A. Das untere ist ein Halbkreis. Na denn. Ich möchte komplett die Fläche, also A gesamt. Ich denke auch. Jawohl, so, jetzt haben wir Herrn Professor. Der hat uns das wie folgt hingeschmiert, muss ich echt dazu sagen. Leute, an alle Zugucker, ob in Venezuela oder sonst wo, was wir schon für Zugucker haben hier. Schreibt sauber, schreibt nicht so schlimm, denn hier sieht kein Mensch mehr durch. Die folgende Überlegung gab es. Wir haben also gesagt, naja, das ist echt, das kann man keinem schlimm. So, wir haben hier eine Fläche. Hier eine Fläche, also das wäre ein kleiner Kreis und das andere, diese Fläche, ist der Halbkreis eines großen Kreises. Jetzt hatten wir gesagt, na, A gesamt muss demzufolge sein. Ein ganzer kleiner Halbkreis, da kann man sagen Pi Viertel und jetzt nicht D Quadrat, sondern A Quadrat plus. Jetzt kommt der große Kreis, da ist a der Radius, also Pi a Quadrat, aber halbe. Ausgeklammert ergibt das, a Quadrat ausgeklammert, dann bleibt hier in der Klammer drin stehen Pi Viertel plus Pi halbe. Oh, halbe. Zusammen bedeutet das aber a Quadrat mal 3 Viertel Pi oder 3 Viertel Pi a Quadrat. Pi Viertel und Pi halbe sind zusammen 3 Viertel Pi,
Und daher kommt das. Aber das hat uns der Professor eben auch dargestellt. Gut, also ich erinnere nochmal an die Hausaufgabe. Hier kann man sich echt was verdienen. Da will ich eine saubere Lösung sehen, die wir dann veröffentlichen werden. Schöne Pause.